Morgen, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf ein spannendes Transferforum Public Sector Innovation mit spannenden Referenten und mit Ihnen zusammen. Ich bin gespannt, was wir an Erkenntnissen nachher mitgenommen haben werden. Wir haben 5 Impulsvorträge, alle an der Schnittstelle zwischen Verwaltung, Öffentlichkeit und Wirtschaft, alle mit innovativen Fragestellungen und unterschiedlichen Perspektiven. Ich hoffe, auch für Sie ist eine passende Perspektive dabei und auch Sie können selbst was mitnehmen. Wir haben danach noch Zeit für eine Diskussionsrunde und für Ihre Fragen, sodass Sie selbst auch sich einbringen können und Ihre Fragen geklärt werden. Mein Name ist Sascha Alpers, ich darf das Forum für Sie moderieren. Ich habe in Karlsruhe Informationswirtschaft studiert, eine Kombination von Informatik, Wirtschaftswissenschaften und Recht. Und damit auch so Schnittstellenfragestellungen betrachtet, wie wir heute betrachten an Themen. Inzwischen bin ich am FZI Abteilungsleiter im Forschungsbereich Software Engineering und in der Gruppe von Professor Oberweis tätig. Technisch im Hintergrund gerade gar nicht zu sehen ist Jonas Fegert aktiv, auch Mitarbeiter am FZI im Forschungsbereich IPE. Er kümmert sich darum, dass die Präsentation zur richtigen Zeit zu sehen sind. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Ein Hinweis noch für alle. Wir zeichnen dieses Transferforum wie alle Transferforen auf in Bild und Ton. Die Referenten wissen das auch schon. Aber wenn Sie nachher eine Frage stellen über die Handheben-Funktion, dann auch Ihr Ton zu hören ist, dann wissen Sie bitte auch darum, dass wir auch das aufzeichnen in Bild und Ton. Nun sind wir startklar. Ich hoffe, Sie haben eine gute Internetverbindung. Sonst kontaktieren Sie auch gerne nochmal den Support, wenn Sie irgendwelche technischen Probleme haben und irgendwelche Schwierigkeiten mit dem System. Wir hoffen, dass Sie da gut hineinkommen und ein gutes Forum und einen guten Tag bei uns am Open House haben. Ich freue mich, als erste Vortragende Luise Kranich begrüßen zu dürfen. Sie ist am FZI Leiterin des Forschungsbereichs Innovation, Strategie und Transfer und auch Leiterin unserer Berliner Außenstelle. Herzlich willkommen. Ich bin gespannt auf Ihren Vortrag zur Rolle der angewandten Informatikforschung für die Digitalisierung des öffentlichen Sektors. Ich denke, gerade aus Berlin heraus ist es eine Perspektive, wo man einiges dazu sagen kann und die angewandte Informatik den Beitrag beschreiben kann. Luise Kranich, vielen Dank. Ich freue mich auf den Vortrag. Danke, lieber Sascha. Ja, es ist ein vielfältiges und umfassendes Thema und ich habe ja für diesen Impuls 5 bis 7 Minuten Zeit. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie ich jetzt sowas Großes so eindampfe. Deswegen, also erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Genau, mein Name ist Luise Kranich. Ich sitze hier in Berlin gerade im Homeoffice. Genau, und es geht so ein bisschen um dieses Thema, was heißt denn eigentlich Digitalisierung im öffentlichen Sektor? Wer gerade die Keynote von Claudia Plattner gehört hat, hat es mitbekommen. Es ist eine ganz besondere Verantwortung sozusagen, die nochmal in der öffentlichen Verwaltung liegt, wenn es darum geht, wie wir Digitalisierung gestalten können und auch kooperativ gestalten, gerecht und vielleicht auch ein Gegengewicht setzen können zu den großen internationalen Plattformen. Ich glaube, da können wir alle zustimmen. Und ich würde sozusagen jetzt mal gucken, wir gehen mal diesen Top-Down-Ansatz ein bisschen. Jonas, gerne die nächste Folie schon, wo wir einfach nochmal sagen, naja, Digitalisierung im öffentlichen Sektor, wir alle sind ja auch Bürgerinnen und Bürger und ich glaube, wir haben vieles schon mitbekommen, dass Deutschland da allgemein noch ein bisschen hinterherhinkt. Sowohl auf der Angebotsseite, das heißt, viele Verwaltungsdienste sind einfach noch nicht digitalisiert. Deutschland ist noch sehr papiergetrieben und wir laufen immer noch mit unseren Anträgen von Behörde zu Behörde. Das zeigt sich sozusagen in der absoluten Adaption dieser Dienste, aber eben auch, wenn man guckt, Jonas, gerne nochmal klicken. Genau, also diese ganzen Rankings, wo steht Deutschland eigentlich? Ich glaube, es ist uns klar, ne? Wir haben es alle schon mal gesehen und wollen es eigentlich auch nicht mehr sehen. Die Frage ist ja so ein bisschen, was heißt das jetzt für uns? Was können wir tun? Und sozusagen auf Bundesebene wurde da auch ganz, ganz klar Handlungsbedarf erkannt. Und deswegen möchte ich jetzt gerne mal kurz ausholen und sozusagen dieses Online-Zugangsgesetz vorstellen. Markus Losert hat schon gelächelt und genickt. Ich glaube, alle, die irgendwie mit der öffentlichen Verwaltung zu tun haben, kennen das zur Genüge. Für alle anderen ist es vielleicht noch ein bisschen neu. Was soll jetzt dieses Gesetz eigentlich bewirken und was ist es? Deswegen werde ich das jetzt ganz kurz einfach mal vorstellen und natürlich dann auch in den Bezug herstellen, was hat das denn eigentlich mit uns zu tun und mit unserem heutigen Event. Also das Online-Zugangsgesetz.
verpflichtet Bund und Länder, Verwaltungsleistungen auch elektronisch anzubieten. Das klingt jetzt erstmal recht simpel. Es gibt unfassbar viele Dokumente und Kataloge. Was heißt denn das eigentlich? Was sind Verwaltungsleistungen? Das sind aufgezählt hier über 575 Leistungen, die in Themenfelder gruppiert sind. Und die Koordination selber ist ein Bundesinnenministerium. Da gibt es aber auch noch verschiedene Gremien, die auch diese Bund-Länder-Koordination steuern. Und ich möchte eben auf drei Prinzipien ein bisschen eingehen, die ganz grundlegend sind für die Umsetzung dieses Online-Zugangsgesetzes. Das ist einerseits die Nutzerorientierung. Das ist das sogenannte Einer-für-alle-Prinzip und das Once-Only. Dazu gerne weiter. Ja, genau. Also, wenn man an das Online-Zugangsgesetz denkt, sind zwei Personen besonders wichtig. Und deswegen habe ich hier von den beiden auch mal ein Zitat rausgesucht. Das eine ist unser CIO des Bundes seit jetzt einem knappen Jahr, der Markus Richter. Und auf der anderen Seite mit dem passenden Namen Ernst Bürger, der Abteilungsleiter, der sozusagen die ganzen Aktivitäten steuert. Und da ist schon einiges, was uns bekannt vorkommt, ne? Also frühe Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Ich werde dazu gar nicht zu weit eingehen, denn wir haben ja auch Christoph Weinhardt im Panel. Und der ist hier der Experte. Und ich glaube, er wird ein bisschen davor stellen. Aber Jonas, gern nochmal klicken. Da sind nämlich schon ein paar Projektlogos, die auch einfach zeigen, was hat das FZI da schon angestoßen? Welche Projekte sind vielleicht mit FZI-Beteiligung auch schon erfolgreich abgeschlossen worden? Und ich glaube auch, Markus Loser kann dazu noch ein bisschen was erzählen. Und eben auf der anderen Seite dieses Thema Resilienz. Wir haben dazu gerade eben von Claudia Plattner schon einiges gehört. Und das ist die Überschrift unserer heutigen Veranstaltung, ne? Deswegen, Jonas, ich glaube, da kommt nochmal irgendwo ein Bildchen. Einfach mal dieses Banner vom Open House. Das heißt, wir sind uns sehr bewusst, dass diese digitalen Infrastrukturen und Dienste und Kooperationsmöglichkeiten ganz, ganz essentiell dazu beitragen können, widerstandsfähiger zu werden. Und natürlich heißt das, dass auch die IT-Systeme funktionieren müssen. Dann kommt der nächste Punkt, das nächste Prinzip, auf das ich hier kurz eingehen möchte, war eben dieses Einer-für-alle-Prinzip. Das heißt einfach nur, wenn wir jetzt x Kommunen und x Länder haben und alle von vorne anfangen, einen Dienst zu entwickeln, wird es unfassbar lange dauern und das ist ein unglaubliches Wirrwarr. Das heißt, ein Dienst, der einmal irgendwo entwickelt wurde, soll auch anderen zur Verfügung stehen. Und auch das ist was, was uns natürlich sehr bekannt vorkommt. Jonas? Ich versuche mal so zu nicken und das heißt dann bitte einfach nochmal der Klick. Genau, dieses Bild, alle, die das FZI kennen, kennen wahrscheinlich auch diesen berühmten Zyklus, dass wir sagen, das ist ja genau, was wir machen wollen. Wir nehmen die Impulse aus der Praxis und die Anforderungen und versuchen sozusagen Antworten zu finden aus der Forschung heraus, aus der Grundlagenforschung und mit angewandter Forschung. Und wir haben aber eben auch Initiativen, die sich ganz dediziert dem Technologietransfer widmen. Das ist eben dieses unser House of Living Labs, das ist der DE-Hub für angewandte künstliche Intelligenz und das ist unser digitales Innovationszentrum. Da gibt es ganz viel. Und was uns natürlich auch mehr und mehr umtreibt, sind eben genau diese Fragen, wie kann ich die eigenen Erkenntnisse und Ergebnisse auch weiter anderen zur Verfügung stellen. Ne? Also die Daten, die wir erheben, wie können wir die vertrauenswürdig im Sinne eines Open-Data-Ansatzes auch anderen zur Verfügung stellen und dabei gleichzeitig Geschäftsgeheimnisse und Privatsphäre wahren. Wie kann ich die Tools, die ich entwickelt habe, Open-Source zur Verfügung stellen? Welche Haftungsfragen stellen sich da? Wir haben zum Thema Open-Access ganz explizit eigene Forschungsprojekte, die sich genau damit beschäftigen. Und Open Innovation ist sowieso was wir uns eben auch auf die Fahnen schreiben, genau auch im digitalen Innovationszentrum und im House of Living Lab. So, dieses Thema, also einer für alle, haben wir verstanden. Was heißt once only? Heißt, sozusagen jetzt wechseln wir die Perspektive nochmal und sagen, als Bürgerin oder Bürger möchte ich ja nicht jedem einzelnen Amt oder jeder Verwaltung, mit der ich kommuniziere, erneut alle meine Angaben machen. Also warum muss ich für eine Kita-Anmeldung mein Einkommen nochmal genau aufschlüsseln, wenn doch eigentlich das Finanzamt das haben müsste? Ne? Und da gibt es natürlich Gründe, die dagegen sprechen, wenn wir sagen, das war jetzt gerade im Zuge der Registermodernisierung auch natürlich eine große Diskussion, vertrauen wir dem Staat so weit,
dass wir wollen, dass alle Informationen über uns irgendwo zentral abgelegt und gebündelt werden. Und die das relativ einhellige Meinung in Deutschland, vor allem bei Datenschützerinnen und Datenschützern, ist, niemand, keine Institution, kein Staat kann per Definition so vertrauenswürdig sein, dass da nicht auch mal was schief gehen kann. Das muss ja gar nicht irgendwie böse Absicht sein, das kann ja auch mal sein, dass das ein System gehackt wird. Und da kommt nämlich genau diese Frage rein, wenn ich in einem unsicheren Umfeld trotzdem gewisse Informationen zusammenführen will, wie kann ich sowas vertrauenswürdig lösen? Und da sind genau auch diese Forschungsfragestellungen. Das ist ja auch ein Schwerpunktthema von der Claudia Plattner, sie hat es so ein bisschen angedeutet, gerade die sicheren digitalen Identitäten. Ich weiß nicht, ob Markus Loser darauf noch mal kurz eingehen wird, aber auch das ist ja ein Thema, das uns gemeinsam beschäftigt und beschäftigt hat. Also das ist für uns auch ein ganz großes Schwerpunktthema, gerade jetzt auch für das Jahr 2021. Gut, ich glaube, ich weiß nicht, Sascha, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, aber ich fürchte, ich muss mich ein bisschen sputen. Deine Zeit gerne weiter. Neigt sich dem Ende oder ist um, ja? Ist um. Okay, genau. Also wir haben ganz viele auch sehr konkrete Projekte, wo es genau darum geht, wie können wir als FZI die öffentliche Verwaltung stärken und mit unserem eigenen Wissen unterstützen. Vielleicht einfach daher jetzt der Aufruf an alle, die hier zuhören. Wenn Sie noch Ideen haben, wenn Sie Anforderungen, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Wir wissen, dass das Thema relevant ist und dass da viele spannende Projekte noch möglich sind und in der Pipeline. Und wir freuen uns immer auf neue Kooperationen und auf den Austausch. Dankeschön. Vielen Dank, Luise, für die Eröffnung. Zum Austausch kommen wir später. Wir kommen zunächst zum zweiten Vortrag. Wir hatten gerade ein internationales Ranking gesehen, da war Deutschland nicht so weit vorne. Im nationalen Ranking ist Karlsruhe ganz weit vorne und auch immer wieder auf ersten Plätzen. Ich freue mich, dass Markus Losert unser nächster Sprecher ist. Er ist Leiter des Amtes für Informationstechnik und Digitalisierung der Stadt Karlsruhe und damit einer der Köpfe, einer der Strategen und Macher der Stadt hinter diesen Auszeichnungen rund um E-Government, darunter den E-Government Commonwealth Award. Markus Loser hat dazu beigetragen, die zu gewinnen. Nicht nur öffentliche Auszeichnungen haben das wahrgenommen, sondern auch die Bitkom hat das wahrgenommen und hat in dem aktuellen Ranking Karlsruhe als smartest Verwaltung Deutschlands bezeichnet. Von daher bin ich gespannt, was aus Impulsen jetzt aus der smartesten Verwaltung Deutschlands kommt, zumal auch im G20-Rahmen im Weltwirtschaftsforum die Stadt Karlsruhe Pioneer City ist und Herr Losert da der Ansprechpartner. Herr Losert, ich freue mich auf Ihren Vortrag und bin gespannt auf Ihre innovativen Impulse. Ja, vielen Dank, Sascha Albers. Erstmal auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser sehr interessanten Veranstaltung. Digitale KA heißt mein Vortrag, innovative digitale Daseinsvorsorge der Stadt Karlsruhe. Sascha Albers hat schon ein bisschen erwähnt, um was es dabei geht. Daseinsvorsorge, um was geht es dabei? Da stellt man sich einfach die Frage, welche Infrastrukturen und Dienste sind vielleicht so wichtig, dass man sie nicht allein dem Markt überlassen möchte. Das heißt, wo kann eine Kommune eventuell sinnvoll sich einbringen, um solche Themen wie zum Beispiel digitale Teilhabe zu ermöglichen? Gerade bei dieser Zusammenarbeit mit G20, da wird ein sehr großen Fokus zum Beispiel auf digitale Teilhabe gelegt, darauf, dass es eben sehr viele gehandicapte Mitbürger gibt, mindestens 15-20% in einer Stadt und die eventuell Probleme haben werden in 20 Jahren, wenn sie Straßenbahn fahren wollen, weil sie eben das nur noch per App können und sowas muss halt auch künftig barrierefrei sein. Also da sind ein sehr, sehr starker Fokus drauf gelegt auf solche Themen. Wir haben uns mit Digital.ka, einer Multifunktions-App, mit der wir im Spätjahr dann an den Start gehen werden, uns überlegt, ob wir nicht so etwas Ähnliches machen werden wie einen digitalen Marktplatz. Da komme ich dann gleich noch dazu. Genau. Dann würde ich vielleicht gerade mal weitergehen. So, wenn man die Ziele etwas genauer betrachtet, zwischen der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung, dann kommt halt bei der Privatwirtschaft relativ schnell die Gewinnmaximierung ins Spiel. Ich finde auch, was immer sehr häufig auch im Digitalen sehr schnell ins Spiel kommt, ist das Thema Werbung. Da frage ich mich dann immer, in was für einer Welt leben wir eigentlich, wenn es eben nur noch um Konsum geht bei vielen Bereichen. Wir als Stadt haben da einen etwas anderen Ansatz. Wir haben aber auch sehr viele verschiedene Anwendungsfälle. Das zeichnet uns aus. Auch als Partner vom FZI zum Beispiel haben wir eben, ich sage immer vom Amt für Abfallwirtschaft bis zum Zoo, zahlreiche Ämter. Ich glaube, es sind um die 30,
die eben ganz unterschiedliche Geschäftsprozesse haben und ganz unterschiedliche Schnittstellen auch zum Bürger haben. Sei es jetzt eben an der Eintrittskasse im Zoo oder sei es in der Stadtbibliothek beim Ausleihen von Büchern, sei es jetzt beim Verlängern des Personalausweises oder, wenn man es mal im weiteren Rahmen spannt, wenn Sie mit der Straßenbahnfahrer sind, Sie auch im Kontakt mit der Stadt, dann eben mit dem KVV in dem Zusammenhang. Genau. Was ist so das Ziel von so einem Zoo? Vielleicht nochmal ganz zurück. Beim Zoo kommt es ziemlich deutlich rüber. Wir haben da kein Interesse daran, mit der Ausstellung von Tieren Geld zu verdienen oder Werbung zu machen oder sonst irgendwas. Wir haben andere Ansätze. In den letzten Jahren kam sehr viel Artenschutz dazu, aber am Anfang war es wohl dann doch eher, dass man die Leute dafür gewinnt, sich für Tiere zu interessieren. Bestimmt ist auch der Naherholungsfaktor ein großer Faktor, aber jetzt das Thema Nachhaltigkeit und Artenschutz, auch artgerechte Haltung von Tieren, das kommt immer mehr so in den Fokus und das hat halt nicht viel mit Gewinnmaximierung zu tun. Deshalb ein Ziel im Zoo der Zoo ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir halt andere Ziele verfolgen. Ein kleines Bild da unten rechts ist noch das Thema Mobilität. Auch da sind wir daran interessiert, dass die Mobilität in der Stadt funktioniert. Das Bild in der Mitte wäre dann unsere neue Zoo-Eintritts-App, damit man auch in Corona-Zeiten, wenn man mal wieder in den Zoo kann, dann eben auch kontaktlos bezahlen kann, zum Beispiel und sich ein Ticket per App runterladen kann und das dann auch in der Kasse vorzeigen kann. Und vielleicht eins weiter. Genau. Wie machen wir sowas? Wir haben als Stadt natürlich begrenzte Ressourcen. Wenn ich mit meiner Haushaltsabteilung rede oder mit unserer Personalabteilung, dann ist das Erste, was man immer hört, sparen. Aber wir haben einen großen Vorteil. Wir haben in Karlsruhe einfach einen sehr starken Digitalstandort und wir versuchen eben, das auch zu nutzen. Und meistens hat es auch eine gute Wechselwirkung. Wir liefern die Anwendungsfälle, das FZI liefert die passenden Projekte zum Beispiel dazu. Und so entstehen eben solche Dinge wie Digital@KA, auf das ich nochmal eingehen werde gleich. Und was wir auch machen, ist natürlich, uns in diesem Ökosystem auch einzubringen bei solchen Veranstaltungen wie der Bund nach der Digitalisierung oder bei dem Innovation Festival letztes Jahr, damit man da auch als Stadtverwaltung letztendlich sichtbar wird und seinen Dienst dann auch anbieten kann. Die eine oder andere hier in dieser Runde wird sich an rechts oben erinnern, wo wir zusammen im FZI in Tel Aviv waren. Das ist da aus dem gemeinsamen Trip entstanden, dieses Bild. Und weiter unten, wo wir auch sehr gute Beziehungen hin haben, ist zur Stadt Wien zum Beispiel. Da haben wir regelmäßig Kontakt und wir tauschen uns aus. Und Wien ist beim Thema Smart City einfach auch ein Vorbild. Und wir versuchen uns an solchen Vorbildern in den unterschiedlichen Bereichen auch etwas zu orientieren. Also in Tel Aviv zum Beispiel daran, wie man dort ganz anders kommuniziert zwischen Stadt und Verwaltung oder eben bei Wien das Thema Open Data, Open Government machen die echt toll. Wo wir uns seit kurzem einbringen, auf was wir besonders stolz sind und was Sascha Albers auch schon erwähnt hatte, wir sind als einzige deutsche Stadt beim Weltwirtschaftsforum vertreten, zumindest in der Zusammenarbeit bei G20, Global Smart City Alliance. Da versuchen wir im Moment gemeinsam mit, also wirklich in einem illustren Kreis von Städten, versuchen wir da gemeinsam Policies, also Richtlinien zu entwickeln für den Einsatz von Open Data, die eben also so eine Allgemeingültigkeit dann auch haben sollen und auch praxisorientiert sein sollen. Das ist eine ganz tolle Gemeinschaft, eine ganz tolle Zusammenarbeit, wenn sie auch sehr ungewöhnlich ist. Wir haben jetzt am Ende des Monats jetzt gerade eine Telefonschalte nach Japan, wo wir uns über Open Data Policies unterhalten werden. Das hat man als Stadtverwaltung auch nicht jeden Tag. Macht aber Spaß, muss ich sagen. Gehen wir vielleicht eins weiter. Genau, nochmal auf Digital@KA einzugehen. Was haben wir da eigentlich genau vor? Zu einem muss man sagen, wir sind keine Privatwirtschaft. Das heißt, wer zu uns kommt, der hat erstmal auf das Amt, auf das Rathaus meistens überhaupt keine Lust. Also das muss man sich einfach im Klaren sein, wenn man in einer Verwaltung arbeitet. Kein Mensch geht gerne aufs Amt. Das ist das eine, was man da mit reinnehmen muss. Und das andere, wenn man dann doch mal hingehen muss, dann ist das vielleicht ein oder zweimal im Jahr. Vielleicht, wenn ich mir meinen Personalausweis verlängere, wenn ich mir einen Autoanhänger kaufe, wenn den zulassen muss oder sonst irgendwas.
dann gehe ich aufs Rathaus und für das ein oder zweimal lade ich mir keine App runter. Und die Grundidee war eben, wir verschneiden solche Dienste und wir gehen auch weg vom klassischen E-Government hin zu Kontakten zur Stadt, die man halt sonst noch pflegt. Vorhin habe ich es gesagt, Tickets für den ÖPNV, die Bibliothek ist so ein Thema, die Eintritts-App für den Zoo. Und so gibt es sehr viele verschiedene Apps, die es auch heute schon gibt. KA Feedback hatten wir vorhin schon, Luise hat es vorhin schon genannt. KA Feedback, eine App, ein Mängelmelder. Der schon seit Jahren bei uns läuft. Viele kennen ihn gar nicht. Man hat ihn mit sehr viel Geld und auch Zusammenarbeit eben erarbeitet. Und jetzt wollen wir natürlich auch, dass sie genutzt wird und dass wir uns dadurch verbessern, dass uns die Bürger eben direkt per App ihre Mängel auch melden können und wir uns dann relativ schnell drum kümmern können. Und der Clou jetzt bei Digital@KA wäre jetzt, dass wir diese privatrechtlichen und auch die öffentlich-rechtlichen Dienste miteinander verschneiden und an einer Stelle zugänglich machen, dass Leute die auch finden an einer Stelle. Und dazu haben wir uns einen Rechtsrahmen ausgedacht, den wir jetzt dieses Jahr an den Start bringen. Und zwar, viele von Ihnen kennen vielleicht die öffentliche Einrichtung, sei mal eine Stadthalle zum Beispiel, oder wenn man so einen Marktplatz oder sowas sieht oder so einen Weihnachtsmarkt sieht, dann wird da ein Platz geschaffen durch die Kommune, wo sich Private treffen, um gemeinsam irgendwelche Dienste anzubieten. Also auf dem Weihnachtsmarkt, die Buden, die Weihnachtsmarktbuden, die werden dort hingestellt. Ich muss auf die Zeit hinweisen, so eine Minute maximal noch. Ich bin in einer Minute fertig. Und der Weihnachtsmarkt, wie gesagt, da bieten die Leute ihre Dienste an, auf eigene Rechnung, in eigener Verantwortung, auf einem Platz und man findet die und genauso soll es bei unserer App sein. Man bietet eine Rahmen-App, wo private und wird- und öffentlich-rechtliche Angebote an einer Stelle zu finden sein werden, auf eigene Rechnung, in eigener Verantwortung und das ist eine virtuelle öffentliche Einrichtung. Und damit, Sascha, bin ich fertig. Vielen lieben Dank, Max. Gut durchgehastet, aber es gibt auch viel aus Karlsruhe zu berichten. Das freut uns auch, die ganzen Kooperationen. Ich darf auch an einigen mitarbeiten. Es ist eine schöne Zusammenarbeit und ein schönes Treiben von Innovationen aus Karlsruhe heraus. Die Stadt Karlsruhe realisiert Innovation eben nicht alleine, sondern mit der Forschung zusammen, mit uns, aber auch mit der Wirtschaft zusammen. Und so freue ich mich auf den nächsten Vortragenden, Richard Wacker. Er bringt eben die Perspektive der Wirtschaft für uns ein. Richard Wacker hat in Karlsruhe Informationswirtschaft studiert, ist also auch in der Hinsicht mir nah, war im Anschluss wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für angewandte Rechtswissenschaften und ist inzwischen seit 2013 bereits Leiter der Forschung der Yellow Map AG und du darfst gerne schon deine Folien beginnen zu teilen und seit 2016 auch Innovation Manager bei der CAS Software AG. Und mit Yellow Map und mit der CAS eben auch Partner in Digital@KA und in einer Reihe von weiteren Projekten, die wir gerade diskutieren und angehen. Ich freue mich auf ein Plädoyer für ein universales Bürgerkonto und Richard Wacker, Sie dürfen gerne starten. Perfekt, die Folien sind just in time da. Sieht man sie? Ja. Das ist die richtige Seite? Na, perfekt. Hervorragend. Gut, dann freue ich mich zunächst mal ganz herzlich, dass ich hier sprechen darf. Ich habe ein bisschen länger darüber nachgedacht, welche Perspektive ich hier anlege, ob eher die sozusagen berufliche oder die private Perspektive, weil beides ist eigentlich interessant. Habe mich dann nicht entscheiden können, das ist in meinem Beruf häufig der Fall und bin jetzt quasi mit einer Art Mix unterwegs. Was ich zunächst mal sagen möchte, als Innovationsmanager bei einem Unternehmen hat man im Grunde genommen häufig die Aufgabe, etablierte Routinen und Werkzeuge zu hinterfragen. Sind die eigentlich noch notwendig? Gibt es inzwischen irgendwelche besseren? Das heutige Thema ist wie im Titel, warum erzähle ich eigentlich verschiedenen, besonders öffentlichen Stellen immer wieder Dinge, die sie eigentlich schon wissen könnten? Zum Beispiel meinen Namen, meine Adresse, meine beispielsweise auch familiäre Situation. Und bekomme dann trotzdem nur standardisierte Hilfe, die mir oft noch mehr Arbeit macht. Rufen Sie doch mal da an, schauen Sie doch mal dort. Das kennt man in der Wirtschaft inzwischen nicht mehr so häufig. Also früher in der Old Economy, ich habe bei der BASF-Ausbildung gemacht, da war das am Anfang noch so, dass man die Leute durch Abteilungen vermittelt hat. Inzwischen geht man da andere Wege.
Ich bin unter anderem involviert und auch in Zusammenarbeit mit dem FZI in das Vorhaben STIKA. Und das STIKA ist ein ziemlich interessantes Vorhaben, weil es ist ein außergewöhnlich großes und außergewöhnlich strukturiertes Programm vom Bundesministerium von Wirtschaft und Energie, das im Grunde genommen ein Problem lösen soll, das wir schon seit ewigen Zeiten kennen, aber noch nicht gelöst haben. Und dieses Problem lautet, eine sichere digitale Identität zu schaffen, also eine Art ja, virtuelles Pendant zu mir, mit dem ich digital handeln kann. Dass das Problem nicht neu ist, das weiß ich aus meiner Vergangenheit beim ZAR, also beispielsweise, dass man eine Einwilligung auch mittels einer elektronischen Signatur theoretisch hätte machen können, wenn die Privatleute sich eine zugelegt hätten. Das ist Fakt, aber das hat sich halt nie verbreitet. Und ähnlich ist es dem NPA gegangen, also beim letzten Mal, als ich meinen Pass verlängern musste, wurde ich auch gefragt, ja, wollen Sie den digitalen Personalausweis, wollen Sie die Online-Funktion? Ja, was sind denn die Funktionen? Darauf kam keine überzeugende Antwort und dann habe ich halt gesagt, ja, machen Sie es halt mal. Bisher ist die Nutzung nicht unbedingt sehr ausgeprägt gewesen. Einer der größten Angstgegner bei dieser ganzen Geschichte, und das wird immer wieder deutlich auch in der Begleitmusik sozusagen des Programms, sind eigentlich die GAFAs, also Google, Amazon, Apple und Facebook, die im Grunde genommen dabei sind, sich auch in, naja, sensiblen Bereichen immer mehr Raum zu erkämpfen und dort mit Lösungen sich mit Lösungen zu präsentieren, die einfach bequem nutzbar sind, viele alltagsrelevante Touchpoints haben, offen und interoperabel sind. Sicher und DSGVO-konform sind sie definitiv nicht. Und diesen Punkt, der ist natürlich gerade in Deutschland und in Europa von enormer Wichtigkeit. Deswegen hat man in diesem Programm auch genau diese Schwerpunkte gesetzt. Ich habe dann überlegt, welches Beispiel ich mal nehmen soll, um zu verdeutlichen, was das Ganze bewirken kann. Und einer der Punkte, den ich schon angesprochen habe, wir hinterfragen Routinen am häufigsten dann, wenn sie sich fundamental ändern. Und da fällt einem sofort Corona ein. Sie sehen, dass ich hier zu Hause in meinem Büro sitze und nicht auf dem Campus. Übrigens, das Bild, was ich vorhin eingeblendet habe, ist so passend wie nie, weil es zeigt den Campus total leer. Es sind keine Menschen dort. Genauso sieht er im Moment aus. Und dann schauen wir mal einen Blick in werfen wir mal einen Blick in den Alltag oder in die Corona-Realität. Nun, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Angebote und ganz viele Änderungen von Angeboten. Eigentlich ist ziemlich vieles, was wir tagtäglich unternehmen, nicht mehr so, wie wir es gewohnt sind. Und das ist ein ganz großes Problem, weil in dem Moment fangen wir nämlich an, auch Routinen zu hinterfragen. In dem Moment sagen wir, irgendwie passt das alles nicht mehr. Und warum muss das eigentlich so umständlich sein? Ich hänge mich ans Telefon, ich muss immer wieder sagen, ja, ich habe eine Frage zu, ich wüsste gern wo. Dann werde ich auf Webseiten verwiesen, da steht eine allgemeine Information, ich bräuchte es aber spezieller. Und ein Beispiel, was mir besonders ins Auge fällt, wenn ich auf mein Smartphone schaue, ich habe tatsächlich die Corona-App installiert. Man muss dazu sagen, sie ist eine Corona-Warn-App und wird auch so vermarktet. Und ich habe mir mal die Frage gestellt, was wäre, wenn die Angstgegner der Bundesregierung, die GAFAs, die Corona-App für Deutschland gebaut hätten. Nun, bin zu folgendem Ergebnis gelangt. Ich hätte eine App, die schön gestaltet ist. Ich bin kein Grafikdesigner, aber die würde mir wirklich helfen. Die würde mich darauf hinweisen, dass mein Sohn neue Schulaufgaben in Moodle bekommen hat, dass es vielleicht Tickets für virtuelle Ärztekonzerte am kommenden Wochenende gibt. Die würde die Corona-Heimspeisekarte für die Südstadt präsentieren. Die würde sagen, okay, du bist in die Marktlücke gegangen, willst du dich vielleicht einchecken? Die würde sagen, okay, die Inzidenz in Karlsruhe fällt weiter, aber die in Karlsruhe, und die würde nicht die Inzidenz von Deutschland anzeigen, weil die ist für mich eigentlich wenig relevant. Die würde mich auch darauf hinweisen, dass die städtische Kita eine Notbetreuung anbietet und mir vielleicht einen Link bieten, dass ich mich unmittelbar dort anmelden kann. Und wenn ich jetzt beispielsweise vor den Weihnachtsfeiertagen standen ja viele Leute vor dem Problem, mich testen lassen wollte, würde sie mir wahrscheinlich sagen, hier ist das Testzentrum, möchtest du dich anmelden? Auch sowas wie Click and Collect und so weiter würde sie mit Sicherheit bieten.
Und das zeigt, dass die GAFAs eine Begabung ganz besonders ausgeprägt haben. Sie stellen sich immer in die Perspektive desjenigen, der letzten Endes eine Anwendung bedienen will. Man kann das noch weiter spinnen und kann dann sagen, ja, und wenn jetzt was passiert ist, also ich bin jetzt beispielsweise positiv getestet. Hallo Jörg, jetzt musst du noch 14 Tage in Quarantäne bleiben. Die Schule, die Kita, deinen Arbeitgeber kann ich informieren. Soll ich deinen Arzt kontaktieren, weil es dir schlecht geht? Es gibt eine Corona-Heimspeisekarte für die Südstadt. Möchtest du gleich bestellen? Du hast eine Einladung zur virtuellen Infogruppe Karlsruhe. Nützliche Tipps für die nächsten Tage. Du hast in den letzten Tagen übrigens folgende Orte besucht. Zeig mir das mal auf der Karte an. Vielleicht interessiert mich ja, wo ich mir möglicherweise dieses Problem eingefangen habe. Lieferangebote in Karlsruhe findest du hier. Und damit schließe ich eigentlich schon meinen Vortrag. Ich hoffe, ich habe nicht überzogen. Mir ist ganz wichtig zu sagen, wenn man sich mit einem Gegner auseinandersetzen muss, der derart kundenorientiert und personenorientiert agiert, dann kann man eben nicht mit sozusagen dem Verwaltungsinstrumentarium daran gehen, sondern da muss man tatsächlich aus der Nutzerperspektive heraus argumentieren. Das müssen wir in der Wirtschaft und das muss die Verwaltung auch lernen. Vielen Dank. Vielen Dank für den Vortrag, Richard Wacker von der CAS. Die Design der App ist natürlich spannend. Ich habe allerdings vermisst den Hinweis, dass das Open House gerade läuft. Das hätte man, glaube ich, noch anbieten müssen. Dann wäre das 1A gewesen. Ganz herzlichen Dank auch für die Perspektive. Wir kommen zum vierten Vortrag. Wir haben nun Perspektiven aus der Wirtschaft, aus der Verwaltung gehört und aus der Forschung und blicken nun auf Bürgerinnen und Bürger. Richard Wacker hat ja schon gesagt, die Kundenorientierung als Alleinstellungsmerkmal weiter voranzutreiben, wäre wichtig. In diesem Zusammenhang freue ich mich auf den nächsten Vortragenden. Professor Dr. Christoph Weinhardt ist Wirtschaftsingenieur, promovierter Volkswirt und Experte für Informationswirtschaft und Market Engineering. Am KIT ist er Professor des Instituts für Informationswirtschaft und Marketing und auch Leiter der Gruppe Information and Market Engineering, zusätzlich Direktor des KSRI und natürlich auch Direktor des FZI Forschungszentrum Informatik. In diesen unterschiedlichen Rollen freue ich mich auf den Vortrag Mehr Demokratie wagen. Herr Weinhardt, ich bin gespannt auf Ihren Beitrag. Ja, vielen Dank, Herr Alpers, für die nette Einführung. Ja, und auch an die Vorredner. Eigentlich haben Sie schon viele Themen aufgegriffen und auch Beispiele gezeigt, die in meinem Vortrag eine Rolle spielen sollten. Das macht es möglich, dass ich ein bisschen schneller über manche Folien vielleicht gehen kann. Hier einmal die Karlsruhe-App, in der man eben Meldungen machen kann. Das ist eine App, die wir vor vielen Jahren hier am KIT und am FZI vor allen Dingen, implementiert haben und die bis heute noch lebt, aber demnächst wahrscheinlich dann abgelöst wird, wie wir ja gerade gehört haben. Und bei der Demokratie, die wir mehr wagen wollen in dieser Zeit, geht es natürlich auch um Abstimmungen beispielsweise, um das Verständnis, aber auch auf dem Weg bis zu Abstimmungen, um Argumente austauschen zu können. Also Pros und Cons, und das ist ein Trend, den wir heute auch sehen und den wir dabei unterstützen wollen. In Berlin hören wir immer wieder von den verschiedenen Projekten, die es da gibt, zum Beispiel das Tempelhofer Feld. Wie soll das genutzt werden? Ist es weiterhin ein Feld, in dem man tatsächlich seine Freizeit verbringen kann oder wird es zugebaut oder genutzt für Industrie? Vielleicht ein kleines bisschen in die Historie zu schauen. Bereits 2000 haben die Grünen angefangen, ihre Parteitage tatsächlich auch im Internet stattfinden zu lassen, zumindest ergänzend. Und man konnte beobachten über das Internet, hatte damals schon Streams, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Die Piratenpartei hat dann tatsächlich auch Open Antrag oder mit dem Tool Open Antrag tatsächlich die Möglichkeit geboten, dass Bürger Ideen einbringen können, direkt in die politische Diskussion. Und wer glaubt es, tatsächlich haben wir 2021, und das ist ja dank Corona, kann man sagen, auch passiert, dass sogar die CDU einen virtuellen Parteitag abgehalten hat. Also 20 Jahre später, gut 20 Jahre später, als wir die ersten Schritte dahin berichten können. Die UN hat sich auch mit diesem Thema befasst, jetzt gerade in der Corona-Zeit, und sagt in diesem Bericht, in diesem Policy Brief, wie wichtig es ist, dass wir tatsächlich mit Plattformen der E-Partizipation
den Bürgern die Möglichkeiten geben, zu kommunizieren. Und wir haben das gerade aus der Stadt Karlsruhe auch gehört. Und ich gerade in diesen Tagen ist es wichtig, dass die Risikogruppen beispielsweise korrekt informiert werden und über die Dinge informiert werden, wie wir gerade gesehen haben von Herrn Wacker, über das, was sie wirklich interessiert und was vielleicht lokal auch entscheidend ist. Und das ist ein wichtiges Thema, das wir uns vornehmen müssen in diesen Partizipationsanwendungen. Wir alle haben sicher noch in Erinnerung Stuttgart 21 und den Riesenstreit und die Riesendemos, die es damals gab. Bürgerinnen und Bürger sind relativ spät erst involviert worden in diese Planung und sind dann auf die Straße gegangen. Sowas gilt es zu verhindern, aber auch Proteste gegen Amazon-Zentrale, zum Beispiel in den USA, die in New York gebaut werden sollte, auch da gibt es einen großen Protest. Eine der Ideen ist dann tatsächlich auch den Menschen aber ein visuelles Gefühl dafür zu vermitteln, wie entsprechend eigentlich sich eine Stadt verändert oder das Stadtbild verändert, wenn so etwas stattfindet. Und deswegen nutzen wir neue und moderne Technologie, wie beispielsweise virtuelle Realität oder Augmented Reality, um dann in der Planungsphase entsprechend den Bürgerinnen und Bürgern auch das Gefühl zu geben, zu verstehen, was da passiert. Das jetzt nur mal so zur Einleitung. Und vielleicht ist es auch noch wichtig, mal zu sehen, dass es nicht immer nur um diese Entscheidung geht. Und es geht eben um Informieren, um die Beratung, um die Diskussion. Das Involvement der Bürger, die dann auch zu einer höheren Akzeptanz kommen typischerweise. Und dass man auch tatsächlich die Ideen abgreift von den Bürgern, dass sie sich einbringen können. Und vielleicht haben sie tatsächlich super gute Ideen, die dann in solche Projekte einbezogen werden können. Und dann am Ende kann natürlich auch eine Abstimmung stattfinden. Ein wichtiger Aspekt. Und klar ist, dass das auch ein großer Anreiz, um mitzumachen. Ich will nicht allzu lange, aber doch mal ganz kurz sagen, wie wir das ganz einordnen in diese Themen, wie zum Beispiel Digital Government oder früher hat man immer E-Government gesagt. Das ist ein riesengroßes Gebiet, wie Luise Kranich schon am Anfang gesagt hat. Und da geht es ganz viel um diese administrativen Prozesse und auch die Ansprache mit dem Bürger. E-Democracy setzt dann mehr darauf, Bürger wirklich einzubinden und Bürgerinnen in die entsprechenden Entscheidungsprozesse in Kommunen, im Land, wo auch immer, in öffentlichen Räumen. Und im Übrigen nicht immer nur in öffentlichen Räumen. Wir können das Gleiche auch für Unternehmen uns natürlich sehr gut vorstellen. Und da spielt dann E-Voting eine ganz besondere Rolle. Das ist dann tatsächlich die rechtssichere Abstimmung und das Wählen sozusagen. Auch das ist ein Thema, mit dem wir uns am FZI seit vielen Jahren befassen, insbesondere aus der Sicherheitsperspektive. Und der Punkt, über den ich heute reden möchte, ist eigentlich eher die E-Partizipation. Also wie bekommt man Bürger dazu, wirklich mitzumachen, sich auch für Entscheidungsprozesse zu interessieren, dran zu bleiben, sich zu informieren und eine Meinung zu bilden. Die Kultur dazu ist sicher in der Schweiz beispielsweise viel weiter ausgebildet als bei uns, wo wir ja doch unsere repräsentative Demokratie immer als Lösung für solche Dinge sehen. Aber gerade in Corona-Zeiten haben wir jetzt auch erlebt, dass Bürger auch tatsächlich mitreden wollen und das Gefühl oft vermittelt bekommen, sie sind gar nicht mehr gefragt. Und daran müssen wir arbeiten. Hier haben wir einige Projekte, oder ich will Ihnen kurz ein paar Projekte vorstellen, die aber auch schon zur Sprache kamen zum Teil. Wir haben eine Zusammenarbeit mit der Stadt beziehungsweise dem Zoo. Und da geht es jetzt nicht um das Bezahlen, das ist die eine Anstrengung von der Karlsruher Stadt, eben mit den Bürgerinnen es einfacher oder für die Bürgerinnen es einfacher zu machen, in den Zoo zu kommen. Wir wollen aber auch, dass Besucher des Zoos mit ihrem Interesse an zum Beispiel einer bestimmten Affenart sich auch mit einbringen, wie ein Außengehege für die Katteraffen eben aussehen kann. Und das ist die sogenannte Katterinsel. Das ist ein Projekt, das wir vom BMBF gefördert bekommen. Das heißt Take Part, und da sehen Sie auch die Partner, mit denen wir das machen. CRS ist hier auch mit von der Partie. Dann geht es jetzt so. Sorry. Ja, und da sehen Sie schon, das ist jetzt Herr Feger, der ist gerade mit der Leitung vom Zoo dabei, das alles anzugucken. Wir haben dann virtuell sozusagen erfasst, wie diese Region nachher jetzt aussieht und nachher aussieht und können das dann den entsprechenden Besuchern oder Nutzern von VR-Brillen und AR-Brillen dann vermitteln. So können wir
die Bürgerinnen und Bürger auffordern, uns mitzuhelfen bei der Beratung und bei der Planung, der finalen Planung, der Gestaltung dieses Geheges. Und tatsächlich haben wir auch in der Zusammenarbeit tatsächlich genutzt, diese ganze Technologie, um auch Crowdfunding anzubieten, also den Leuten zu sagen, es ist toll, wenn ihr mitmacht, vielleicht könnt ihr auch ein bisschen spenden, weil der Zoo natürlich als nicht gewinnmaximierende Organisation auch auf solche Gelder am Ende angewiesen ist. Also auch dazu hat es sogar am Ende geholfen. Karlsruhe Feedback, Sie haben das schon, ganz kurz daran erinnern, dass Sie nur noch eine Minute haben. Okay. Karlsruhe Feedback, die App haben wir schon gehört. Participation as a Service war ein Projekt, in dem wir tatsächlich Partizipation als modulare Anwendung für Unternehmen eingesetzt haben. Ein Projekt, das wir auch vom BMBF gefördert bekommen haben. Ein weiteres Projekt geht darum, wie wir Bürgerinnen und Bürger einbeziehen in die Entscheidung, wie Wald bewirtschaftet werden soll. Ein Projekt, das wir gerade abgeschlossen haben. Sehr spannend, und da geht es auch darum, dass wir das neutral tun. Das ist immer die Frage der Governance von solchen Systemen über eine Blockchain entsprechend. Und dann muss man hier abwägen zwischen den Anforderungen, die unterschiedliche Stakeholder vorhaben oder denen, die es am Herzen liegt. So sieht dann zum Beispiel diese Plattform aus am Ende. Gut, dann möchte ich ganz kurz noch schnell darauf eingehen, dass wir uns mit einem neuen partizipativen Thema beschäftigen. Stellen Sie sich vor, Mitarbeiter einer Company sind zusammen an einem Projekt und sind in allen unterschiedlichen Situationen und arbeiten zusammen, müssen ein Ergebnis produzieren. Und dann ist die Frage, wie klappt das eigentlich? Was erzeugt das Stress? Was erzeugt tatsächlich ein gutes Gefühl? Können wir Systeme bauen, Assistenzsysteme, die uns dabei helfen, auch die Work-Life-Balance besser auszutarieren? Und wir wissen, dass Bürgerinnen und Bürger tatsächlich gerne mitforschen würden in Projekten. Das hat das Wissenschaftsbarometer herausgefunden, und Frau Kalitschek hat das auch gefordert, dass wir Bürgerinnen und Bürger viel mehr einbeziehen in unsere Forschung und auch für Forschung begeistern. Und genau dies tun wir, indem wir dann eben Digital Citizen Science machen wollen und wollen das auch in unserem House of Digital Participation am Ende einbringen, wo wir durch empirische und evidenzbasierte Forschung vor allen Dingen innovative Anwendungen ingenieren wollen, nicht nur Plattformen, wie wir im ersten Vortrag heute Morgen gehört haben, sondern die Prozesse auch wirklich sehr gut unterstützen wollen, zum Wohle der Gesellschaft insgesamt. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, und wir stehen gerne noch für Fragen zur Verfügung. Herr Weinert, ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihren Vortrag. Es tut mir auch leid, Sie immer so an die Zeit erinnern zu müssen, alle, aber ich will auch die Zeit für die Fragen eben erhalten. Ich freue mich auf unseren nächsten Vortragenden. Professor Dr. Andreas Oberweis ist am FZI Vorstand und Direktor und am KIT Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Lehrstuhlinhaber am Institut für angewandte Informatik und formale Beschreibungsverfahren. In seiner breiten Arbeit hat ein Fokus immer Konstanz, der Fokus auf das Geschäftsprozessmanagement. Dabei geht es um durchgängige Modellierung von Anforderungen, Sicherstellung von Anforderungen und eine Reihe von weiteren Aspekten. Sie dürfen auch gern schon starten mit Ihrer Bildschirmteilung. Ihr Vortrag zum Thema digitale Souveränität knüpft gleich an das, was unsere Keynote-Speakerin Frau Plattner heute Vormittag zum Thema Souveränität gefordert hat, bezüglich Technologie und Daten, eine große Herausforderung, der wir alle begegnen. Ich bin mit Ihnen allen zusammen gespannt auf die Impulse zur Lösung, denn der Vortragstitel verspricht, dass es nicht nur eine Liste von Herausforderungen ist, sondern auch Lösungen diskutiert werden. Herr Oberweis, ich freue mich auf Ihren Vortrag. Und jetzt können Sie mich hoffentlich auch sehen. Wir können Sie sehen und hören. Wunderbar. Ja, ich werde den Begriff digitale Souveränität in die Diskussion einbringen. Der ist ja auch heute Morgen schon mal vorgekommen im Vortrag von Frau Plattner. Sie hat uns ja schon kurz darauf eingestimmt. Ich könnte also den Impuls auch mir gerade fast sparen. Sie hat sich eigentlich ein bisschen vielleicht einfach gemacht. Sie hat gesagt, es ist eine offene infrastrukturelle Frage. Also ich sage auch, wir sind uns einig, eine offene Frage schon, aber es ist eben tatsächlich nicht nur Infrastruktur, es sind auch noch andere Themen. Also auch mit diesem Begriff befassen wir uns am FZI schon seit einigen Jahren. Also wir werden nachher auch sehen, ich kann schon vorneweg sagen, meine Hauptaussage ist, dass man eben nicht eindimensional an das Thema rangehen kann, sondern eben eine mehrdimensionale, interdisziplinäre Sichtweise braucht, um das Thema angemessen zu behandeln. Also den Begriff nochmal, was ist die digitale Souveränität? Also ich würde es ganz vereinfacht bezeichnen als selbstbestimmtes Handeln und Entscheiden im digitalen Raum unter Beibehaltung von Sicherheits- und Datenschutzinteressen
Und das betrifft jetzt verschiedene Ebenen, den Staat. Den Staat kann man jetzt auch verallgemeinern, kann man auch die europäische, die EU betrachten. Man kann Deutschland als Land sehen, man kann aber auch runterbrechen auf Baden-Württemberg als Einheit, wenn man die so sieht unter dem Begriff digitale Souveränität. Die Wirtschaft, das umfasst auch Organisationen, auch die Schulen, Verbände kann man darunter fassen. Die stehen vor der Herausforderung, wie können sie sich souverän im digitalen Raum verhalten. Die Bürgerinnen, das, was eben Christoph Weinhardt auch angesprochen hat, also natürlich Personen, wie gehen die mit der Digitalisierung um? Und natürlich Verwaltung, Kommunen, mit denen wir es ja hier zu tun haben in unserem Forum. Ja, ich habe mal einige Beispiele. Das Internet ist voll von solchen Nachrichten. Da kann man, das ist also eine sehr dankbare Aufgabe, da irgendwelche Sachen zu suchen. Die Gesellschaft für Informatik fürchtet, dass das Land Baden-Württemberg, jetzt habe ich mir selbst abgedeckt, mit dem Office-Paket von Microsoft seine digitale Souveränität im Bildungssystem verliert. Also die Baden-Württemberger unter uns, die wissen, dass das ein ganz heißes Thema gerade ist. Dann ja, Facebook und Australien, das ist auch ein Thema. Facebook hat am 18. Februar alle Nachrichteninhalte sowie Wetter- und Katastrophenwarnungen von Behörden in Australien blockiert. Dann Huawei war auch lange Zeit oder ist auch noch ein Thema. Huawei am Pranger, Angst vor Datenklau durch China. Digitale Fesseln, die riskante Abhängigkeit der Bundesrepublik von amerikanischen IT-Riesen. Gefährdet die Dominanz US-amerikanischer Softwarehersteller die Handlungsspielräume deutscher Behörden und Unternehmen? Und schließlich auch das aktuelle Thema. Wir sind ja auch in einer Videokonferenz, Abhängigkeit von den USA bei Videokonferenzlösungen. Das Interessante, die Überschrift heißt Fluch oder Segen. Also ich habe den Text gelesen, was Segen daran sein soll, habe ich nicht ganz gefunden. Aber gut, das ist vielleicht ironisch gemeint. So, Herausforderungen. Ja, woran arbeiten wir? Was sind unsere Themen, mit denen wir uns befassen? Natürlich technische Lösungen zur Reduktion von Abhängigkeiten. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil da ist natürlich die Informatik gefragt. Da gibt es auch Lösungen. Also ich bin ja schon älter und sehr lange dabei im Geschäft. Ich kann mich erinnern, vor 20, 25 Jahren wurde SOA eingeführt, die serviceorientierten Architekturen. Auch genau mit der Begründung, wir wollen Abhängigkeiten reduzieren von den ganz großen Unternehmenssoftware-Systemen. Und da war tatsächlich auch SAP im Blickfeld, also gerade aus USA, war umgekehrt dann die Angst, wir können doch nicht uns dem SAP-System da so einfach hingeben und das in unsere Unternehmen da an zentraler Stelle wirken lassen. Also da war die Situation quasi umgekehrt wie heute. Man hat Angst vor der deutschen Software, die dann in US-amerikanischen Unternehmen zum Einsatz kommt. Klar, das Spannungsfeld Nutzung eines funktional guten Produktes versus die damit verbundenen Risiken. Und die Risiken ist ja das Problem, die sieht man halt nicht. Die sind unsichtbar meistens, also gerade für Bürger natürlich, auch der sich jetzt nicht mit der Informatik so bestens auskennt, dann auch nicht ganz gut nachvollziehbar. Aus Sicht der Politik, da kann ich jetzt auch einige Sachen erbringen, wenn man so mit Politikern redet, denen man auch Empfehlungen abgibt. Also es ist tatsächlich so, digitale Souveränität erfordert unter Umständen auch unpopuläre Entscheidungen oder Maßnahmen. Also wenn man was verbietet, das ist ja so, wenn man sagt, wir verbieten das Rauchen, weil wir sagen, das ist schädlich für die Bevölkerung, dann ist das ja eine unpopuläre Maßnahme, denke ich mal, für viele von uns. Und insofern ist es ja auch, wenn jetzt angenommen, es werden Softwareprodukte, Hersteller irgendwie verboten, dann ist das natürlich unpopulär und es gibt eben auch natürlich so Aussagen, digitale Souveränität ist ein Irrweg, also das steht im Handelsblatt tatsächlich oder stand da, es droht ein digitaler Nationalismus und vor diesem Vorwurf haben natürlich auch politische Entscheider Angst, dass sie da irgendwie in eine Richtung geraten, wo man eben nicht stehen will, wenn man irgendwelche auf Dinge, Abhängigkeiten hinweist, die man eben nicht so positiv sieht. Dann gibt es das Spannungsfeld mündige Bürgerinnen versus staatliche Regulierung. Auch das, was uns alle betrifft. Jeder Einzelne will nicht gerne bevormundet werden. Und das ist eben das Problem, dass die Bevölkerung also sehr unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt im Hinblick auf Digitalisierung. Die einen kennen sich aus, sind mündig in dem Sinne, wie wir es verstehen. Andererseits aber auch sehr viel unmündige Bürger, die eben nicht in der Lage sind, da richtige oder angemessene Entscheidungen zu treffen. Ganz neue Themen sind natürlich speziell im Bereich Künstliche Intelligenz, wenn es nicht nur darum geht, ob man Firmen vertrauen kann, sondern auch, ob man Software oder Algorithmen vertrauen kann, die eigentlich niemand mehr richtig beschreiben, dokumentieren, nachvollziehen kann, also die auch gar nicht in der Lage sind, immer alles im Einzelnen nachvollziehbar zu machen. Das heißt, da sind wir sehr stark auf Vertrauen. Das ist eben, glaube ich, auch schon angesprochen worden, auch von Vertrauen abhängig, also von Möglichkeiten, wie man auch solche Systeme irgendwie, wie man denen vertrauen kann und gewisse Aussagen über ihre Zuverlässigkeit machen kann. Also das sind alles Themen, mit denen wir uns befassen. Zum Schluss kurz, ja, Andeutung nochmal. Das ist jetzt bestimmt nichts Neues, nichts Weltbewegendes. Das sind, glaube ich, ist uns allen klar. Digitale Souveränität muss als Teil der Anforderungen beim Technikeinsatz gesehen werden. Also generell, wenn
wir Anforderungen an Systeme definieren. Das ist quasi nur die Meta-Anforderung, die immer gilt, die man aber natürlich dann auch entsprechend ausformulieren muss im Kontext von bestimmten Anwendungsdomänen. Wir haben immer die Abwägung zwischen Technikeinsatz und Risiko. Was sind die Risiken, die damit verbunden sind? Und natürlich, das ist jetzt nicht nur technisch, es ist mehrdimensional, interdisziplinär muss das Ganze angegangen werden, so wie wir es am SVZI auch gewohnt sind. Immer Zusammenspiel verschiedener Disziplinen, neben der Informatik, auch eben die Wirtschaft oder auch bis zur Juristerei. Also, und dann haben wir im Prinzip drei wichtige Säulen, wie wir damit umgehen können. Wir brauchen Kompetenz, und das betrifft jetzt die Bürgerinnen, das betrifft aber auch die Unternehmen, die dann teilweise eben auch Selbstforschung betreiben müssen in der Richtung, die aber auch unabhängige Beratung brauchen, wie etwa vom FZI. Wir brauchen entsprechende Bildungsmaßnahmen, damit die Bevölkerung eben ein gewisses Grundlevel zumindest an Kenntnissen zur Verfügung hat. In den Unternehmen, in der Wirtschaft brauchen wir Handlungsalternativen. Da muss für gesorgt werden, dass man eben nicht nur, ich meine, man soll ja nicht nur die Anbieter aus dem Ausland, damit ist es nicht getan, dass man irgendwas verbietet. Man braucht eben auch Alternativangebote und eben an die politischen Entscheider. Wir brauchen Regulierung und Schutz der Grundrechte im digitalen Raum. Ja, und damit bin ich am Ende und gebe wieder zurück an Herrn Alpers. Herr Oberweis, vielen Dank für Ihren Impuls. Vielen Dank Ihnen allen für Ihre Impulse. Wir haben jetzt 5 spannende Perspektiven gehört aus Wirtschaft, Verwaltung und Forschung auf Innovationen im öffentlichen Sektor. Nun kommen wir alle mit in die Diskussion hinein. Sie können gerne in GoToWebinar eine Frage stellen. Sie haben alle als Teilnehmer jetzt die Möglichkeit, das Fragenpanel zu nutzen, dort eine Frage einfach einzugeben, und die werde ich für Sie einbringen im Laufe der Panel-Diskussion. Oder Sie können auch die Handheben-Funktion nutzen in GoToWebinar. Dann werden Sie nach oben geschoben und ich sehe Sie und werde Sie dann aufrufen. Herr Feger schaltet Sie dann frei und dann können Sie Ihre Frage selbst formulieren an einen der Impulsgeber hier im Panel oder auch an mehrere. Während Sie selbst noch am Überlegen sind und am Tippen oder vielleicht am Überlegen, was Sie nach dem Handheben sagen, hätte ich eine erste Frage an Herrn Losert. Sie gestalten digitalen Wandel in Karlsruhe so erfolgreich mit, dass Karlsruhe so gute Ranking-Positionen erreicht, einige Auszeichnungen erreicht hat. Jetzt ruhen Sie sich, so habe ich Sie erlebt, nicht aus auf dem, was wir gerade haben, sondern schauen auch in die Zukunft und mit dieser Frage in die Zukunft, mit einer Perspektive von vielleicht 5 Jahren, was wünschen Sie sich von der Wirtschaft, von der Forschung, damit Karlsruhe weiterhin so innovativ sein kann im Bereich digitale Verwaltung? Ja, also zunächst mal möchte ich sagen, dass diese ganzen Auszeichnungen also keine Einzelleistung sind, sondern tatsächlich auch auf ein super Team zurückgehen. Wir haben in den letzten Jahren ein Amt aufgebaut. Wir haben 2017 unser Amt gegründet, zum 01.01.2017, und haben wirklich tolle Leute da zusammengebracht, die im Prinzip nicht mehr viel mit Verwaltung zu tun haben. Und da bin ich besonders stolz drauf, dass wir so eine tolle Truppe haben, und denen erstmal einen Dank dafür, dass wir überhaupt solche Auszeichnungen bekommen haben. Aber eben auch die Zusammenarbeit mit dem FZI, diese Auszeichnung zum Beispiel zum besten Digitalprojekt vom Bund, ist unser gemeinschaftliches Projekt, eben auch Digital EdKA. Überhaupt nur die Idee ist da ausgezeichnet worden mit dieser Verschneidung von öffentlichen und privaten Diensten. Jetzt mit dem Blick auf die Zukunft, 5 Jahre, ist natürlich auch im Digitalen eine lange Zeit. Was ich mir wünschen würde, ist, dass weiterhin die Offenheit besteht, dass man gemeinsam an Themen arbeitet. Von der Forschung würde ich mir insbesondere wünschen, dass man schneller den Technologietransfer hinbekommt, zu schauen, was gibt es denn, was für Möglichkeiten bietet mir Virtual Reality, was für Möglichkeiten bietet mir modernes Datenmanagement, welche Möglichkeiten bieten mir die E-Partizipation und wie kann ich die relativ schnell in Karlsruhe auf die Straße bringen. Also da sind wir gern anspielbar und ich glaube, wir haben ja auch ein ganz gutes Miteinander und eine gute Kommunikation, dass wir da relativ schnell auch zusammenkommen. Ich würde mir es gerne wünschen, nicht immer nur Fördermittel getrieben, sondern eben auch an irgendwelchen speziellen Anforderungen oder Problemfällen orientiert.
und von der Wirtschaft. Was wünsche ich mir für die Wirtschaft? Da wäre mir es wichtig, dass man gemeinsame Geschäftsmodelle findet, die zum einen der Wirtschaft natürlich zuspielen. Das heißt, dass man dieses privatwirtschaftliche Denken der Gewinnmaximierung natürlich im Auge behält, aber eben auch die Themen, die ich vorhin angesprochen habe, der digitalen Daseinsvorsorge, der Teilhabe, allgemein vielleicht der Verbesserung der Lebensqualität in Karlsruhe, dass man die mit im Blick hat und letztendlich das in ein Geschäftsmodell dann einbauen kann. Und solche Modelle, solche Ideen, sowas wünsche ich mir eigentlich. Und blicke ich in die Runde der Forschenden und in der Wirtschaft, möchte von Ihnen jemand darauf reagieren? Können Sie das bereitstellen? Wollen Sie es bereitstellen? Brauchen wir was anderes aus Ihrer Perspektive? Herr Wacker, dann Herr Weinhardt, gerne. Ja, also ich sehe ja in digital.ka, dass das überhaupt kein Widerspruch ist. Denn ich sag mal, ein nachhaltiges Geschäft hat immer nachhaltige Beziehungen als Grundlage. Und die wird man nicht erreichen, wenn man den Kunden auspresst, ihm den letzten Cent entwindet und ihn dann anschließend irgendwo liegen lässt. Das wird nicht gelingen. Herr Weinhardt? Ja, ich wollte sagen, zum einen gelingt es ja schon ganz gut. Also ich glaube, die Kooperation ist wirklich sehr, sehr gut und hervorragend an vielen Stellen. Ich glaube auch, dass es eben besonders wichtig ist, dass man diese Systeme jetzt sehr nutzerfreundlich baut. Also Herr Wacker hat es, glaube ich, auch gerade ja sehr stark betont. Und dass wir da wirklich viel dran arbeiten müssen und uns Gedanken machen müssen. Es gibt ja unzählige Systeme jetzt auch in dem E-Partizipationsbereich, zu Bürgerhaushalten und solchen. In ganz vielen Gemeinden hat man das gemacht. Aber die sind zum Teil wirklich so schlecht, dass es auch einfach daran liegt, dass die Systeme so schlecht gebaut sind. Das ist wirklich wahr. Wir haben ja vor ein paar Jahren auch von Berlin aus mal so eine Untersuchung gemacht und uns Plattformen angesehen. Es ist wirklich eine ziemliche Katastrophe. Und deswegen begrüße ich auch die integrierte App, die Sie in Karlsruhe ja bauen, auch zusammen, wenn ich richtig weiß, mit CAS. Und da wollen wir ja auch ansetzen, auch mit unserer Bürgerwissenschaft, also mit den Bürgern, um die Bürger zu integrieren, eben auf Augenhöhe in unserer Forschung, dass sie wirklich mit uns forschen können. Und da würde ich mich freuen, wenn wir diese Anstrengungen gemeinsam unternehmen können und wirklich auch die Bürgerinnen und Bürger finden dann dort und mit den richtigen Anreizen ausstatten. Es ist schon so, also es muss nicht immer Geld sein, glaube ich, aber es braucht Anerkennung beispielsweise und es braucht das Dankeschön, das haben wir tatsächlich mal getestet im Crowdworking. Allein wenn man den Leuten Dankeschön sagt, sind sie wesentlich besser. Das ist wirklich verrückt. Also es sind so ganz kleine Dinge, die uns helfen. Und ich glaube, wenn wir da uns gemeinsam auf den Weg machen und eben auch mit den Bürgern zusammen das einfach entwickeln und die immer mit integrieren und dabei haben, kommen wir da sehr schnell auch vorwärts und voran und können vielleicht wieder so einen Preis bekommen. Das ist eine Auszeichnung. Luise Kranich, gerne. Also ich stimme allem, was dazu gesagt wurde, natürlich komplett zu. Ist ja auch sehr vernünftig. Ich möchte trotzdem jetzt vielleicht noch mal ein bisschen eine unpopuläre Gegenrede starten. Ich glaube, wenn wir sagen, na, wir dürfen nicht immer fördermittelgetrieben sein und es muss ja auch so funktionieren und wir setzen auf Freiwilligkeit und applaudieren allen Menschen mal, werden wir keine funktionierenden und resilienten Systeme betreiben können. Also es ist schon auch wichtig, dass die Verantwortlichen ganz plump gesagt Geld in die Hand nehmen und sagen, okay, jetzt hier wirklich besser zu werden in der öffentlichen Verwaltung, das ist mir auch was wert. Ich bin bereit, selber Opfer zu bringen sozusagen. Ne? Ob das jetzt im Sinne ist von, naja, ich stelle jetzt wirklich selber in der Verwaltung vielleicht nochmal Menschen ein, die sich damit wirklich auskennen und die sich dafür verantwortlich fühlen. Oder ich kooperiere eben mit der Wirtschaft und der Forschung. Da gibt es sicher sehr viele Möglichkeiten und wenn ich das dann noch irgendwie mit, sag mal, agilen Methoden anreichere und schnell genug werde, kann man da auch sehr schnell Erfolge erzielen. Aber einfach zu sagen, das muss auch so irgendwie funktionieren, reicht, glaube ich, nicht. Aber also Markus, verstehe mich nicht falsch. Ne? Ich glaube nicht, dass das ist, was du gemeint hast. Nee, einfach genau. So funktioniert es nicht, vielleicht ganz kurz, schon direkt darauf, so funktioniert es natürlich nicht. Bei den Fördermitteln hat man halt das Problem, dass irgendwann das Förderthema abgeschlossen ist. Dann hat man ein Produkt, wir hatten das bei KA Feedback gesehen, da haben wir ein Produkt, das liegt dann auf dem Tisch
und ab dem Moment veraltet dieses Produkt. Das heißt, ich brauche dann im Prinzip jemanden, der mir den Support, der mir die Sicherheit bietet und über die nächsten Jahre hinweg eben dieses Produkt auch weiterentwickelt von der Funktionalität her. Und das habe ich gemeint mit Geschäftsmodell. Da muss dann derjenige, der mir dieses Thema dann zur Verfügung stellt, sei es jetzt auch die Rahmen-App, der muss selbst ein Interesse daran haben, dass das ganze Ding weiterlebt und weiterentwickelt wird über den Förderrahmen hinaus. Das war eigentlich so das, was ich mit gemeint habe. Die Fördermittel nehmen wir gerne mit, also haben wir nichts dagegen. Das haben die Fördergeber ja auch schon erkannt. Es steht ja ganz oft drin in den Ausschreibungen, dass man ein verwertungs- und nachhaltiges Betreiberkonzept mitliefern soll. Nur gefühlt ist sozusagen im Antrag steht es noch drin, aber ob das dann auch wirklich umgesetzt wird, kontrolliert am Ende keiner mehr. Ne? Ich glaube, da ist eine große Schwäche in dem System. Genau. Herr Oberweis, Sie haben sich noch gemeldet und danach würde ich gerne die Fragen des Publikums noch mit hineingeben in unsere Diskussion. Ja, ich meine, die Vermittlung hat sich jetzt ein bisschen erübrigt. Ich wollte genau vermitteln. Also ich habe das auch gar nicht so. Luisa hat gesagt, das ist jetzt so die Gegenrede. War eigentlich gar keine Gegenrede. Man kann das ja alles erklären. Und ich meine, insofern, ich kann durchaus auch selbstkritisch jetzt sagen, was die Wissenschaft angeht. Jetzt gerade auch, wenn man an der Hochschule noch parallel ist, da sieht man ja schon, das FCD ist ja schon eine Einrichtung, die genau, ich meine, es ist bei manchmal geht es gar nicht um die Mittel, sondern eben auch um den kurzen Weg, den kurzen Draht, dass man sich einfach kennt und dass man auch weiß, wen spricht man an und da man anrufen kann. Und ich meine, das ist eben am FCD sehr viel einfacher als am KIT zum Beispiel. Wenn ich jetzt mal typische Forschungseinrichtungen sehe, wobei das KIT ja auch sich da verändert mittlerweile sehr stark, aber eben eine ganz andere Größenordnung ist. Also insofern muss man überlegen, was für Strukturen werden gebraucht, damit der Forschungstransfer eben schnell erfolgen kann. Und dann aber auch vielleicht unter dem Aspekt, den der Christoph Einhardt eben ja lange gesagt hat, die Einbeziehung auch von eben den Endanwendern letztendlich, die damit umgehen müssen. Und das machen wir ja auch in unserem House of Living Labs, dass wir eben frühzeitig versuchen, auch mit den Innovationen die Anwender zu konfrontieren, sie einzubeziehen und dann eben Erkenntnisse daraus dann in die Produkte mit einfließen zu lassen. Das ist aber dann andererseits auch wieder gar nicht so sehr nah an der Forschung. Und das ist eben auch der Punkt, wo man dann überlegen muss, welches Personal wird eigentlich gebraucht, um diese Dinge dann eben durchzuführen, weil das eben nicht mehr die Forschung im eigentlichen Sinne ist, sondern eben schon sehr viel mehr auch in Richtung Anwendung geht, die dann vielleicht auch jetzt aus rein wissenschaftlicher Sicht vielleicht gar nicht mehr so attraktiv ist. Also wenn man damit jetzt promovieren möchte oder wenn man damit jetzt vielleicht auch publizieren möchte, in der Wissenschaft Meriten ernten will. Und das ist vielleicht auch was, wo man eben, das wieder was Luise sagt, auch die Anerkennung, dass man die auch dafür eben gibt, dass man sagt, das ist eben eine mindestens genauso wichtige Arbeit, wie jetzt Grundlagenforschung zu betreiben, eben auch die Ergebnisse der Grundlagenforschung in die Anwendung zu bringen. Ich würde gerne das Publikum mit hineinnehmen. Frau Bergdold meldet sich per Handzeichen. Herr Fegert gibt Ihnen gerne das Mikrofon frei und Sie dürfen Ihre Frage oder Ihren Beitrag selbst formulieren. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Brauchen wir wahrscheinlich einen kurzen Moment. Jetzt hören wir Sie. Ja, genau. Die meistgefragte Frage, ne, können Sie mich hören in Online-Konferenzen? Ja. Genau, ich habe eine Frage an Herrn Weinhardt. Ich bin selbst im Vorstand im Förderverein des FZI, fand es sehr spannend, dieses Thema E-Participation, das Sie auch aufgebracht haben, Herr Weinhardt. Mich würde interessieren, interessanterweise, Sie haben ja über Stuttgart 21 gesprochen, das war ja eigentlich, wurde das so befriedet mit einem E-Voting, ne? Als dann plötzlich, oder nicht E, also analog Voting wahrscheinlich, ja? Ja, genau. Haben Sie plötzlich, als klar war, ne, zwei Drittel sind irgendwie doch dafür, schlug dann die Stimmung um. Haben Sie Beispiel oder ein Beispiel für so einen E-Participation-Prozess, der tatsächlich durchgezogen wurde, gerade so in der Region oder anderswo? Mhm. Und was waren die Erfolgsfaktoren auch dabei? Würde mich interessieren. Ja. Also ich glaube, ganz wichtig ist dabei, dass man den Prozess wirklich gründlich aufsetzt. Also einfach mal ein System irgendwo hinstellen und sagen, jetzt geht mal dahin, reicht nicht. Man muss wirklich viel, viel Aufwand betreiben, um die Leute aufzurütteln sozusagen und zu interessieren für das Thema und dann mitzumachen. Okay. Es gibt tatsächlich auch erfolgreiche Bürgerhaushalte und ich glaube, dass einmal, also die sind oft auch hybride gegangen dann in vielen Projekten, also wo man sowohl analog was machen konnte, als auch eben online. Und es wird dann auch häufig begleitet von Bürgertreffen sozusagen, ne, die dann physisch auch waren.
Ich glaube aber, jetzt haben wir so viel gelernt in der Corona-Zeit, dass wir sowas sehr gut auch ganz und gar online machen können und auch sollten. Und das gibt auch jedem den Weg frei. Und die Leute sind es jetzt auch gewohnt zu sagen, ja, da logge ich mich jetzt ein und höre mal zu. Und das geht auch mit meinem Handy, notfalls aus dem Zug und so weiter. Und ich glaube, das entscheidend ist, dass man den Leuten zeigt, dass sie am Ende wirklich mitentscheiden. Also, dass sie auch voten dürfen. Und das passiert bei diesen Bürgerhaushalten zum Teil. Aber zum Teil, wie gesagt, wenn das nicht der Fall ist, wenn dann am Ende nur ein Vorschlag rauskommt, der dann in den Stadtrat eingebracht wird, dann ist es zu schwach. Dann sind die Leute nicht lange dabei. Die gehen dann kurz hin, diskutieren ein bisschen und kommen dann nicht noch 3-4 Mal wieder vorbei. Also die Leute wollen auch eine Wirksamkeit sehen, wenn ich sie richtig sehe. Also das ist tatsächlich etwas, okay, spannend. Dass sie auch einen Einfluss haben auf die Entscheidung. Und das ist wirklich ganz, ganz entscheidend, dass man das macht. Und dann ist das Voting natürlich auch wichtig. Und da muss man dann doch die entsprechenden Mechanismen finden. Also es ist ja nicht immer gesagt, dass man eine klare Mehrheit hat. Das sind 2/3 Mehrheiten und so weiter. Das gibt es zum Teil auch festgelegt in irgendwelchen Statuten der Gemeinden und so weiter. Also das ist aber ein sehr, sehr spannendes Thema. Mhm. Und da arbeiten wir gerade auch mit CRS zusammen beispielsweise und auch mit der Stadt. Ja. Okay. Gibt es dazu irgendeine Publikation, die man irgendwo runterladen kann? Kann ich Ihnen gerne was schicken? Ja, gerne. Ich habe mich gerade über LinkedIn mit Ihnen vernetzt, von daher wäre das eine Möglichkeit. Vielen Dank dafür. Wunderbar. Alles klar, machen wir gerne. Ja, tschüss. Frau Bergdoll, vielen Dank für Ihre Frage. Herr Weinhardt, vielen Dank für Ihre Antwort. Wir haben eine weitere Wortmeldung von Herrn Schneider von der ISB AG. Herr Fegert würde auch Ihnen Ihr Mikrofon einmal freigeben und dann dürfen Sie die gerne auch formulieren. Wir müssen einen kurzen Moment Geduld haben, bis das funktioniert hat. Das scheint momentan noch schwierig zu sein. Wir bereiten das weiter vor, merken uns die Frage von Herrn Schneider. Wir können sie noch nicht hören. Wir probieren das weiter und haben eine Frage, die im Text gestellt wurde von Jan Wiesenberger. Er fragt Herrn Oberweis, woran liegt es Ihrer Meinung denn, dass wir, obwohl es viele Anforderungen gibt in Richtung digitale Souveränität, keine praktikablen Lösungen aus Europa zur Verfügung haben? Warum gibt es Google, Apple, Facebook und Amazon, aber keine europäischen Player Ihrer Meinung nach in den entsprechenden Segmenten? Ja, das ist eine sehr interessante Frage, aber ich will noch mal darauf hinweisen, was ich ja auch eben schon gesagt habe. Also vor 30 Jahren, also Mitte der 80er Jahre, war SAP der Bösewicht. Also war SAP, da gab es ja noch kein Facebook und sowas. Da war SAP in den USA sehr umstritten und man hat also wirklich da, das hat einen sehr erschüttert hier in Dortmund. Man war stolz auf SAP und dann heißt es dann aus USA, ein Bösewicht kommt in unsere Unternehmen. Also insofern, und das ist dann, glaube ich, auch der Punkt, damals oder lange Jahre war es eben dann auch so, wir haben eben auch amerikanischer Software einfach vertraut. Das war irgendwie, das steckt vielleicht so in den Genen drin so ein bisschen und das haben die letzten Jahre, hat sich das einfach geändert und die Art der Software hat sich ja auch geändert. Also insofern, jetzt sind wir alle davon betroffen. Und dann natürlich, ich meine, jetzt, klar, da können wir jetzt lange drüber diskutieren, warum in Deutschland bestimmte Dinge nicht gemacht werden oder nicht so schnell gemacht werden. Das gibt viele Gründe, ist ja auch manchmal nicht verkehrt, aber es ist eben tatsächlich so, dass die ganz großen Sachen eben derzeit anderswo passieren. Und was man dagegen machen kann, ist natürlich die große Frage. Ich meine, wir wollen ja Sprunginnovationen zum Beispiel auch fördern in Deutschland. Ob das jetzt nachher effektiv ist, wird man sehen. Aber es ist eben tatsächlich diese Grundhaltung, die wir eben dann auch irgendwie mal hinterfragen müssen. Also brauchen wir ganz schnell diese Systeme? Und das ist eben so ein bisschen das Problem, dass eben alle sehr schnell diese Systeme verwenden wollen, obwohl man ja eigentlich erstmal so ein bisschen Erfahrung sammeln müsste, ehe man es in den breiten Einsatz geben würde. Das heißt, die Entwicklung in den Märkten ist sehr viel schneller als das, wie man sich es eigentlich bei uns gerne vorstellen würde. Also auch wenn ich jetzt sage, in der Theorie wäre es auch schön, wenn man erstmal die Systeme testet, wie das so früher war im Software Engineering, wie ich es auch in der Vorlesung erzähle. Und wenn alles in Ordnung ist, dann werden die Systeme eingesetzt. Das macht heute eben niemand mehr. Heute sind werden verwendet und in der Verwendung werden sie getestet. Und wenn wir das so wollen, mit allen Risiken,
dann ist es halt so. Und wenn wir es nicht wollen, dann müssen wir eben irgendwas dagegen unternehmen. Und insofern ist, glaube ich, die Hauptfrage erstmal, den gesellschaftlichen Konsens irgendwie zu finden. Also in irgendeiner Form einen Konsens zu finden, mit dem alle umgehen können und auf den man sich dann einigen kann. Und dann auf der Ebene kann man dann überlegen, wie geht man damit um? Braucht man jetzt dann eigene Plattformen oder muss man andere Plattformen regulieren? Das sind ja so im Prinzip das Spektrum, mit dem man umgehen kann. Wenn ich jetzt mal das reine Verbot von Plattformen, wenn ich das jetzt mal vielleicht ausklammern würde. Ich glaube, das wäre die unattraktivste Vorgehensweise. Vielen Dank. Wir haben noch mal eine Chance, Herrn Schneider mit hineinzuholen. Können Sie mittlerweile sprechen und wir können Sie hören? Hören Sie mich Herr jetzt? Schneider? Wir hören Sie jetzt. Hören Sie Jawohl, sehr gut. Sehr gut. Ich habe auch eine Frage an Professor Weinhardt rund um das Thema digitale Souveränität. Digitale Souveränität für den einzelnen Bürger, also für mich selber, heißt ja keineswegs, dass ich jetzt irgendwie sämtliche Daten von mir vor allem schützen möchte, sondern ich, das heißt der Souveränität, will selbst entscheiden, wem ich welche Daten zur Verfügung stelle. Und dafür gibt es ja schon seit einigen Jahren Konzepte, die haben wir vor Jahren schon mit dem BMI zusammen entwickelt, eines digitalen Bürgerkontos, wo ich selber entscheide, welche Daten aus welchen Quellen will ich wem zur Verfügung stellen, also welchen Behörden gebe ich freien Zutritt letztendlich an meine Daten, meine Steuerdaten, an meine Gesundheitsdaten etc. Das ist eigentlich das Konzept. Das liegt komplett vor. Das ergibt sogar eine Architektur für. Das ist aber bis heute nicht umgesetzt, weil just in diesem Augenblick, als es öffentlich wurde, ja, großer Protest in Deutschland aufkam und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich jetzt mit einem Klick mehr oder weniger auf alle Daten eines Bürgers zugreifen kann. Stichwort gläserner Bürger. Obwohl ich eigentlich selber entscheide, ganz souverän entscheide, wem ich welche Daten gebe. Gleichzeitig, das war immer mein Plädoyer in allen möglichen Foren, sind dieselben Bürger, die dazu bereit sind, bereit, all ihr privates Leben irgendwo in Facebook und Co. bekannt zu geben und auszuschütten und haben damit komischerweise überhaupt kein Problem, obwohl da nachweislich letztendlich schon jede Menge gemacht worden ist. Meine Frage an Sie: Was kann Wissenschaft, denn die Medien scheinen es nicht zu schaffen, dazu beitragen, dass an der Stelle eine bessere Öffentlichkeitsarbeit betrieben wird? Also gerade in Richtung Ethik, Democracy, Partizipation etc. Gut. Also technisch hat ja Herr Oberweis schon einiges jetzt auch dazu gesagt und da muss man natürlich die Schritte auch jetzt weitergehen. Ich würde sagen, bezüglich E-Democracy und solcher Themen ist es klar, also man, diese Selbstwahl und die Opt-in-Möglichkeiten oder auch Opt-out, das ist halt ganz wichtig zu entscheiden, warum man sozusagen den Bürger dazu bringt, auf welchem Weg seine Daten freizugeben oder ihm zu erklären, was dahinter steckt, ist eine Geschichte. Aber ich meine, ich persönlich finde zum Beispiel zurzeit, jede App, die ich aufmache, jede Webseite, die ich aufmache, muss ich immer erst den Bot-Button suchen, an dem ich die ganzen Datenschutzerklärungen wieder wegklicke. Mich nervt das ehrlich gesagt. Manche finden das toll, manche lesen es vielleicht auch tatsächlich. Also ich lese es nie, ich gebe das ganz ehrlich zu. Und ich gucke einfach, wo steht alle, damit ich nicht mich dreimal entscheiden muss und nochmal lesen muss, weil ich die Zeit mir auch gar nicht nehmen will. Und was Sie jetzt gerade gesagt haben, viele geben ihre Daten bei Navigationssystemen oder sonstigen Apps einfach frei, ihre Fotos frei. Die können alle auf diese Bilder zugreifen, aber dann beim Start hat man die größten Bedenken, dies zu erlauben. Wir haben ja ähnliche Geschichten mit dem Impfen. Also die Nebenwirkungen von Alkohol zu trinken und rauchen und sonst was sind vielleicht viel schlimmer als die Nebenwirkungen, die beim Impfstoff sind. Und viele sagen, sie lassen sich nicht impfen. Also das ist tatsächlich ein Problem in unserer Gesellschaft insgesamt. Was man tun kann, ist, glaube ich, dass man darüber auch mehr Debatte führt. Also die Datenschutzgrundverordnung wird von Juristen gemacht. Ich glaube nicht, dass Bürger so sehr da eingebunden waren. Oder wenn, dann die, ich sage es jetzt mal so ein bisschen despektierlich, die Streithammel vielleicht, oder die halt Lust haben auf solche Diskussionen, aber die anderen, die dann sagen würden, jetzt bitte, mach doch jetzt mal was Integriertes und ich möchte das genauso, wie wir es jetzt auch von Ihnen vorgeschlagen bekommen haben und was ja, wir hatten da auch ein Projekt, das hieß Fairnet und es gibt ja, glaube ich, auch hier in Karlsruhe speziell und bei CRS, wenn ich richtig weiß, genau die Ideen eben der fairen Angebote im Internet, um dann zu sagen, da weiß ich, okay, da werden die Daten sauber behandelt, ich kann nachvollziehen, wer sie benutzt hat. Und in Estland funktioniert es ja. Jetzt kann man sagen, gut, Estland ist viel kleiner. Estland hat es uns vorgemacht, schon seit 10 Jahren oder so, das ist jetzt gar nichts wirklich Neues.
Also das geht, es funktioniert. Wir müssen uns aber darauf einlassen und müssen tatsächlich, wie Luise vorhin auch gesagt hat, Geld in die Hand nehmen. Das geht von alleine. Und solche Riesensysteme zu bauen, braucht Aufwand, um sie einzuführen und bei den Bürgern Vertrauen zu schaffen, ist ganz entscheidend dabei. Und da muss man dann eben entsprechend auch behutsam umgehen. Aber ich habe nicht die absolut letzte Lösung und kann sagen, genauso muss man es machen. Aber ich glaube, wir müssen auch hier die Debatte führen im öffentlichen Raum. Luise Kranich, ich würde gerne ergänzen. Genau, und also vielleicht ganz, ganz allgemein zur Antwort. Ne? Also warum vertrauen Menschen dem Staat nicht, aber veröffentlicht man es bei Facebook? Wenn wir jetzt mal von dieser Grundtheorie eines Homo economicus ausgehen, dann wägen Menschen ja vielleicht ab, wo ist mein Nutzen und wo ist das Risiko, das damit einhergeht. Jetzt kann man sagen, das Risiko wird ganz oft sehr, sehr falsch eingeschätzt, weil es auch einfach nicht klar ist. Ich weiß nicht, was Facebook machen kann mit meinen Daten, kann ich als Privatperson nicht wissen. Aber den Nutzen, den merke ich ganz direkt. Ich habe einen Kontakt zu meinen Freunden, zu Familienmitgliedern. Ich bin Teil eines Netzwerks. Ich kann mich da irgendwie gut fühlen. Der Nutzen ist sehr, sehr sichtbar. Und der Nutzen ist jetzt nicht so sichtbar, wenn ich sage, ja, folgende Behörde darf jetzt auf meine Daten zugreifen und darf die irgendwie aggregieren. Dazu kommt sicher auch, dass es gerade in Deutschland auch historische Gründe gibt, warum wir dem Staat vielleicht nicht vertrauen wollen. Ne? Also das ist durchaus nachvollziehbar. Ich würde sagen, in unserer heutigen Demokratie finde ich ein gewisses Vertrauen sehr, sehr berechtigt. Aber ich kann auch verstehen, wenn es Menschen gibt, die das anders sehen. Und die sagen, also gerade ne, aus der Geschichte heraus, muss ich vielleicht dem Staat nicht vertrauen. Aber sozusagen zu der Frage auch, was kann Forschung da eigentlich machen? Und da würde ich sagen, sehr viel. Denn da kommen wieder diese vernetzten Systeme zueinander. Wenn ich ein gesellschaftliches, ein soziokulturelles, irgendeine Herausforderung habe, kann tatsächlich manchmal eine intelligente Technik helfen. Ne? Also genau wenn ich dieses Thema sichere digitale Identitäten ansehe, da geht es ja darum, Self-Sovereign Identity ist ja auch ein Aspekt davon, dass wir sagen, das ist genau das, ich habe irgendwie einen Wallet oder so und kann selber entscheiden, wem gebe ich wann meine Daten frei und kann aber auch diese Genehmigung vielleicht wieder zurückziehen, wenn ich merke, ach nee, das war doch keine so gute Idee. Und es gibt ja verschiedene Aspekte. Es gibt Forschung zum Thema Differential Privacy, wo sozusagen auch der Datenfreigabe ein gewisser Wert beigemessen wird. Und ich sage, du hast jetzt ein Datenbudget, das darfst du von mir abrufen, aber mehr halt nicht. Und das ist, glaube ich, genau das Spannende, weil genau da die Informatikforschung auch wirklich nicht nur in diesem gesamtgesellschaftlichen, oh, wir können jetzt irgendwie mal ein paar grundsätzliche Fragestellungen beantworten, sondern wirklich auch ganz, ganz konkret mit technologischen Ansätzen können wir da Antworten finden. Das finde ich persönlich richtig cool. Vielen Dank. Ich hoffe, Ihre Frage, Herr Schneider, ist so angerissen beantwortet. Es ist eine komplexe Frage und ich glaube, man kann es ja nicht so schnell klären. Herr Wacker wird kurz gerne ergänzen mit der Bitte um eine knappe Formulierung gerne. Das ist nur ein Beispiel von einem System, was eigentlich perfekt ist und was zu dem digitale Souveränität passt. Als ich noch am Zar war, gab es zum Beispiel die Idee, dass der Bürger sich selbst AGB gibt. AGB sind genau das gleiche Thema. Ich gehe auf etliche Webshops, jedes hat seine AGB und ich habe das Problem, dass ich nie allgemein festlegen kann, was will ich akzeptieren und was will ich nicht akzeptieren. Wenn ich das könnte, würde es genauso wie im gewerblichen Leben laufen, wenn zwei AGB Klauseln kollidieren, gibt es eben eine Kollision und die ist erkennbar oder sie ist nicht erkennbar und dann sind sie beide unwirksam. Fertig. Na? Vielen Dank für die Ergänzung. Wenn das genauso knapp funktioniert, hätte ich noch eine konkrete Nachfrage zum Thema digitale Souveränität von Verwaltungen, ja auch ein wichtiger Aspekt. Und zwar geht es hier um in Förderprojekten geschaffene Ergebnisse und die werden ja auch von Firmen geschaffen, natürlich von Forschungseinrichtungen, aber auch von Firmen. Und Firmen haben Verwertungsinteressen, völlig legitim. Soll ja auch ein Geschäftsmodell dazu entstehen. Aber die Nachfrage ist, wie können für Verwaltungen Login-Effekte, also Abhängigkeitseffekte von den ehemaligen Forschungspartnern vermieden werden? Hat dazu jemand eine Idee, wie es gelingen kann, Login-Effekte zu vermeiden? Herr Losert meldet sich. Sehr gerne. Naja, so wie man im Konsortialprojekt eben miteinander ausmacht, wie man zusammenarbeitet und wie die Ergebnisse zu verwerten sind, so muss man dann im Anschluss eben auch Projektverträge oder entsprechende Verträge abschließen, die es dann ermöglichen,
zum Beispiel nach einer gewissen Phase aus dem Projekt wieder rauszukommen. Also das heißt, wie sieht denn dann aus nach 2-3 Jahren eine Migration auf ein anderes Projekt? Wir sind vom Staat her immer ans Vergaberecht gebunden beispielsweise. Und es gibt sehr viele Anbieter auf dem Markt, die immer wieder bei uns auch anklingeln und sagen, guck mal, ich habe da ganz tolle Lösungen für euch. Und denen muss man natürlich sagen und auch irgendwann die Chance geben, dass sie da einen Fuß reinbekommen. Und das ist auch ganz legitim und auch so gewollt. Und von dem her, so wie man sich im Projekt gemeinsame Spielregeln gegeben hat, so muss man dann eben auch dann am Projektende, am Förderprojektende Spielregeln finden, wie man dann die nächsten 2, 3, 4 Jahre miteinander arbeitet und es in saubere Verträge gießen. Okay. Vielen Dank, Herr Weinhardt, ja? Das kann auch wirklich sehr gut funktionieren. Also das kann man auch von Anfang an sich eigentlich überlegen. Ich denke, ein Beispiel nur dafür ist, dass man schon von vornherein sagt, man gründet ein Unternehmen aus beispielsweise, das dann ja auch sich noch bei einem anderen Unternehmen integrieren kann. Aber zunächst mal sagt man, okay, das ist da und da haben bestimmte Leute noch ein Recht. Wir als Forschungsinstitution wollen ja eigentlich gar nicht wirklich Produkte bauen. Also wir wollen ihnen helfen und wir wollen unterstützend wirken, wenn es darum geht, neue innovative Ideen umzusetzen. Und die Produktvermarktung und so ist ja gar nicht wirklich unsere Kompetenz. Das liegt ja gar nicht bei uns. Das muss auch woanders hin. Deswegen, wenn ich es richtig verstanden habe, die Abhängigkeit der Forschungsinstitutionen finde ich jetzt nicht so wahnsinnig groß, typischerweise, also nach meiner Erfahrung. Was natürlich der Idealfall ist, wenn dann Köpfe auch wechseln dorthin, die jetzt im Projekt mit dabei waren, in der Forschung richtig gute Ideen entwickelt haben und Lust darauf haben, auch so ein bisschen Leidenschaft haben, das dann wirklich weiter in der Praxis voranzutreiben. Das ist der Idealfall. Der passiert vielleicht ein Drittel der Fälle oder eine Hälfte der Fälle tatsächlich auch, wird auch umgesetzt. Das passiert schon. Herr Weinhardt, vielen Dank für die Ergänzung aus der Perspektive Forschung. Dem Fragesteller ging es vor allem um die Perspektive Wirtschaft, die ja nochmal andere Verwertungsabsichten hat als Forschung typischerweise. Also ein Wirtschaftsunternehmen möchte die Ergebnisse des Projektes verwerten, aber ein Verwaltungspartner möchte nicht abhängig sein von dem Wirtschaftsunternehmen. So ist die Intention gewesen der Frage. Na, ich habe verstanden, die Login von der Forschung hatten Sie irgendwie die aufgesagt. Genau, das war ein Teil, aber der andere Teil gab es auch. Herr Losatz, Sie wollten noch? Ja, man sieht es ja ganz toll eigentlich an dem Thema KA-Feedback. Da hatte man einfach mal die Idee, dass man so einen Mängelmelder an den Start bringt. Man hat gemeinsam daran gearbeitet. Wir haben jetzt als Produkt, in Anführungszeichen des FZI dann auch jetzt ein paar Jahre eingesetzt. Und jetzt haben wir ein Thema, was auch andere anbieten können und schreiben das ganz normal aus nach dem Vergaberecht und haben aber auch schon die funktionierenden Prozesse dahinter, weil das ist das, was meistens das Hauptproblem darstellt, dass man dann eben auch die Prozesse innerhalb der Verwaltung und in Richtung Bürger eben entsprechend dann schon zugeschnitten hat. Und das haben wir jetzt und können jetzt eben auch austauschbare Produkte dann eben auch einsetzen. Vielen Dank. Dann haben wir alle Fragen, die es im Publikum in unserer spannenden Session gab, mit aufgegriffen. Ganz herzlichen Dank für knappe Antworten und gute Beiträge. Public Sector Innovation, ein großes Thema, kann man schlecht in 75 Minuten bearbeiten. Ich habe noch ein paar Hinweise zum weiteren Open House für Sie und bedanke mich aber zunächst ganz herzlich bei allen Sprechern heute für die Ideen, die Beiträge und die Impulse. Man kann die auch weiter diskutieren. Im FZI Open House Konferenzsystem kann man gut auch Leute finden und mit denen in einen bilateralen Videochat starten und da auch gerne nochmal quasi einen Coffee Talk halten und eine Nachfrage zu etwas haben. Das Programm heute Nachmittag, Jonas Figgert, wenn du mir kurz die Programmfolie geben könntest. Das Programm würdest heute Nachmittag. Ich erzähle so lange mündlich, bis du es vielleicht hast. Das Programm heute Nachmittag enthält nochmal 2 Transferforen. Da kann man auch spontan dran teilnehmen, also auch wenn Sie noch nicht angemeldet sind. Sie können direkt auch ein Transferforum einfach auf Teilnehmen klicken und sind wieder dabei. Es gibt auch Workshops heute Nachmittag. Wenn Sie da angemeldet sind, wünsche ich Ihnen auch einen guten Workshop. Und jetzt über die Mittagspause gibt es Möglichkeiten für Coffee Talks. Da haben wir ein Chatprogramm dafür, wo Sie sich dann auch verabreden können zu Videochats. Sie haben sich vielleicht für einen Expert-Talk angemeldet. Auch das ist möglich. Und Sie können auch virtuell
an Open-House-Führungen teilnehmen, falls Sie das Open-House vielleicht aus früheren Zeiten vermissen oder erstmal kennenlernen wollen. Das ist jetzt virtuell auch in der Mittagspause möglich. Das Einzige, was wir nicht tun können, ist Ihnen ein gutes Catering anbieten. Also nehmen Sie sich auch ein bisschen Zeit für Ihre Mittagspause, damit Sie heute Mittag wieder in die Transferforen fit starten können. Versorgen Sie sich selbst. Vielleicht, wenn Sie was mitgenommen haben und guten Gedanken, den Sie jetzt selber nicht mit uns teilen konnten, twittern Sie den. Wir haben einen Hashtag, den wir jetzt gleich auf der Folie sehen, FZI Open House. Gerne was Neues twittern, was liken, was sharen. Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung. Wir freuen uns, wenn Sie weiter beim Open House dabei sind und wenn Sie dann dabei waren, heute Abend noch die Feedback-Seite ausfüllen. Sie haben das auch in Ihren E-Mails drin, hier nochmal den Link. Wäre es ganz toll, um uns zu helfen, auch das Format weiterzuentwickeln. Ich hoffe, nächstes Jahr ist es nicht mehr rein digital, aber Weiterentwicklung hilft uns dennoch allen zusammen. Ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Dabeisein. Wir freuen uns, dass Sie den Tag über weiter mit uns dabei sind und einen schönen Tag Ihnen. Herzlichen Dank.